Moin moin liebe Actionfans, willkommen zurück zu Watch Dogs für Pazifisten, der Videoreihe, in der es darum geht, mit möglichst wenigen Tötungshandlungen zum Ziel des Actionspiels Watch Dogs zu kommen. Wir befinden uns jetzt in der Schlussphase von Akt 4. Ich werde in diesem Video Missionen 7 und 8 zusammen abhandeln, weil sie doch zusammengehören, auch denselben Namen tragen. Kein Weg zurück. Es ist der Endpunkt, zumindest in diesem Akt. Und zwar werden wir uns hier mit einigen ganz großen Oberschurken auseinandersetzen, die bislang noch davongekommen sind und denen wir nun gehörig auf die Finger klopfen werden. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Ja, Politiker schwafeln und das hören wir uns jetzt nicht weiter an, sondern überspringen diese Szene. Da ist auch nichts weiter passiert, was jetzt für uns von Relevanz wäre in Sachen Tötung. Darum hacken wir uns hier kurz ein. Lösen dieses relativ einfache Puzzle, da haben wir schon deutlich schwierigere gesehen inzwischen, und stören auf diese Weise die Sicherheitsvorkehrung in dem Hotel, das wir gleich infiltrieren werden. Nun geht's auf dem direkten Wege zum Hotel. Ich gehe hier am liebsten folgendermaßen vor, und zwar ist hier eine Wache direkt am Haupteingang. Die kann man gefahrlos einfach frontal schnappen, da passiert noch gar nichts weiter. Und direkt danach wähle ich den Weg über den Seiten- oder Hintereingang, wo man kurz den Schalter entriegeln muss und dann sofort drin ist. Wenn ihr schnell genug seid, dann könnt ihr auch dort gleich die erste Wache schnappen, die dort an diesen Kübeln entlang patrouilliert. Und wenn er die hier packt und beiseite legt, dann entdeckt ihr auch keiner. Dann schlagt ihr nicht Alarm und könnt erstmal diskret weiter vorgehen. Da vorne steht ein weiterer Typ, den ich jetzt mit einem Köder anlocke. Das ist praktisch, denn sobald er hier auf dem Boden liegt, ist er in Sichtweite des Typen, der vorne an der Rezeption steht und gleich hierher kommen wird. Wir schauen mal mit der Kamera. Das ist der Typ hier. Der schaut sich gleich nach rechts um und wird ihn da liegen sehen. Kommt er direkt auf uns zu und wir können ihn gefahrlos ausschalten. Da ist es auch schon passiert, der kommt auf uns zu, riecht den Braten, aber rechnet nicht mit der Gefahr. Über eine weitere Kamera verschaffe ich mir in dem Nebenraum einen Überblick über die Wachposten, markiere sie, damit ich sie auf der Karte sehe. Glauben, dass ihr in die Stadt gehört.
Das wird gut. Aber ehe ich mich um die drei da hinten kümmere, kommt erstmal die Wache hier vorne dran. Eine weitere steht dort rechts um die Ecke, die bewacht den Eingang. Ich muss nach Hause. An die pischen wir uns jetzt langsam heran und können zum Glück deren Handy stören und damit problemlos K.O. schlagen. Ui, unser Wachposten von eben ist nicht ganz unentdeckt geblieben, aber kein Problem, wir haben es rechtzeitig genug gesehen. Wenn die sich zu lange mit den K.O. geschlagenen Wachen beschäftigen, dann schlagen die auch gerne mal Alarm und sorgt für unruhigere Wachposten. Das ist hier nicht passiert. Wir haben Glück, alle noch ruhig, alle noch friedlich. Und so können wir uns jetzt weiter an die ranpirschen. Die locke ich jetzt mal zu mir. Mal gucken, ob die auf die Finte anspringen. Aber ja, sieht ganz gut aus. Besonders gut gefällt mir daran, dass nur der eine gekommen ist und der andere durch die Kisten, die dort stehen, aus dem Blickfeld raus ist. Das ist sehr, sehr günstig für uns. Der hat also gar nichts mitgekriegt und weiß noch gar nicht, dass er ganz alleine ist. Ah, jetzt sieht er ihn dann doch noch. Hey, ist da jemand? Macht sich auf den Weg, aber zu spät. So, nun bewegen wir uns zum Aufzug, der dort rechts um die Ecke ist. Beachtet Folgendes, wenn ihr den Aufzug gerufen habt, dann kommt auch immer ein Wachposten runter, der direkt im Aufzug steht. Darum kauere ich mich hier mal ein bisschen in die Ecke und werde ihn würdig empfangen. Wenn ihr nun die obere Ebene erreicht, dann beginnt eine kurze Zwischensequenz, eine Videosequenz, die ich überspringe. Sobald ihr oben seid, werdet ihr kurz gefangen genommen und müsst euch aus den Fängen eurer Übeltäter befreien. Das erfolgt durch Gewalt mit Feuerwaffen. Zack, einer weg. Zwei weg. Zwei Tötungen kommen hinzu. Auch hier gibt es wieder keinerlei Ausweg. Kann man nichts machen, das gehört zur Story. Keine Chance. Hier habe ich jetzt kurz einen Schnitt angesetzt, weil ich diese Szene doch wiederholen musste. Die hat es in sich. Das kann schon mal ins Auge gehen. Hier neben der Tür beziehe ich Stellung, weil normalerweise kommt immer einer recht ungestüm hier die Tür rein. Und den will ich doch würdig empfangen.
Ah, da kommt nicht einfach irgendein kleiner Soldat, sondern gleich ein dicker Vollstrecker, der ordentlich was auf die Mütze gekriegt hat. Das Unangenehme an dem Vollstrecker war, dass er jetzt auch noch seine Kollegen gewarnt hat. Die feuern also schon mal mit Granaten auf uns ein. Das ist sehr ungünstig, aber komplett diskret kommt er hier sowieso nicht durch. Das ist relativ aussichtslos. Ich versuch's wie so oft auf dem Weg des geringsten Widerstandes, indem ich mir hier nur die Sniper vorknüpfe. Die Scharfschützen stellen hier die größte Gefahr dar, darum kümmere ich mich um die auch vorrangig. Den Rest versuche ich so weit wie möglich zu ignorieren und mich so schnell wie es nur geht zu diesem gelben Punkt vorzuarbeiten im eigentlichen Ziel dieser Mission. Und dann laufe ich direkt durch. Und nach diesem kurzen Schnitt geht es weiter. Hier bin ich zwar vorher nicht gestorben, bin aber irgendwie ziemlich orientierungslos in diesem Büro rumgelaufen und habe ewig gesucht. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Darum ein kurzer Schnitt. Gestorben ist niemand, keine Sorge. Und da haben wir jetzt unseren Gegner aufgespürt, der sich in einem Sicherheitsraum in so einem Panic Room verbarrikadiert hat. Nun, hier wären wir. Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Drehen Sie sich einfach um. Gehen Sie weg. Ich schwöre Ihnen, dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen Sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Jetzt scannen wir den älteren Herrn, suchen nach einer Schwachstelle und sind auch prompt fündig geworden. Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin Ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe Sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Die Story sieht vor, dass wir dem jetzt noch den Rest geben, sodass sich dann gleich der Kill-Counter auf 12 erhöht, um einen weiteren Punkt. Das gehört zur Handlung und es trifft in dem Fall auch einen wirklich fiesen Mob, der selber über Leichen gegangen ist. Ein wenig Selbstjustiz auch in eigener Sache der Hauptfigur ist damit abgeschlossen. Quinn ist tot. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle, oder? Ich würde mich selbst belügen. Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Und Lina? Nichts macht ihren Tod ungeschehen. Aber vielleicht kann ich etwas tun, das doch etwas ändert. Es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video. Die nächste Aufgabe ist mal wieder die Flucht. Siehst du dann. Mr. Quinn! Schnell! Nur die anderen! Mach ihr alles dicht!
Und es handelt sich hier wieder mal um eine hochkarätige 4-Sterne-Verfolgung, die wir aber ruckzuck erledigen, wenn wir uns einfach hinter diesem Fahrstuhlpfeiler geschickt verstecken. Wir müssen nur ein bisschen nach rechts gehen. Und zumindest in meinem Fall war es so, dass die Polizei mich dann nicht entdeckt hat. Keine Streife hat mich gesehen. Auch der Hubschrauber sieht uns hier unten nicht. Das ist in diesem Fall die einfachste Methode, die Verfolger abzuschütteln. Damit ist dann auch diese Mission bereits abgeschlossen und es geht auch sofort im Anschluss weiter, noch in diesem Video, mit der 8. und letzten Mission dieses 4. Aktes. Hier wird es etwas dramatisch, wir befinden uns auf dem Friedhof. Ich gehe da nicht weiter ins Detail, was hier passiert ist. Das könnt ihr euch dann selber anschauen, wenn ihr das Spiel spielt. Wir müssen hier sämtliche Personen töten und es ist wirklich haarig, das ohne Waffen zu machen. Es ist eigentlich vorgesehen, dass wir die mit aktiviertem Fokus erwischen. Eine gute Gelegenheit übrigens, hier eine Trophäe für Fokus-Skill zu erbeuten, falls ihr die noch nicht habt. Ansonsten, meine Strategie in diesem Fall ist, immer den Typen, der nach links kommt, zuerst zu schnappen und dann nach hinten rum in den rückwärtigen Bereich zurückzuziehen, weil man damit eine Sichtbarriere zu den Gegnern aufbaut und die sich kurz verwirren lassen. Auf diese Weise kann man die etwas flankieren und auf dem linken Fuß erwischen. Wenn ihr das anders macht und denen direkt entgegenlauft, dann durchsieben die euch, machen Hackfleisch aus euch. Das ist also wenig gesund, nicht zu empfehlen. Zieht euch lieber zurück, wartet ein wenig und fällt ihnen so weit möglich in die Seite. Falls ihr euch an dieser Stelle wundert, dass kein Ton zu hören ist, ich habe ihn absichtlich abgeschaltet, weil im Hintergrund eine sehr dramatische Hintergrundmusik läuft, die sich nicht abschalten lässt und die man im weitesten Sinne als Spoiler betrachten könnte. Aus diesem Grund ausnahmsweise für diese Mission mal kein Ton. Ich bitte insoweit um euer Verständnis. Nur noch einer übrig. Hält sich wohl für unverwundbar. Und nachdem wir auch den letzten niedergestreckt haben, ist die letzte 8. Mission des 4. Aktes beendet. Was jetzt noch fehlt, ist nur noch eine einzige Mission. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Sage Tschüss und bis bald.